So, da bin ich zurück. 20:10 Uhr. Ich habe noch die Jalousien komplett geschlossen wegen der Abendsonne. Will ja nicht von Sonnenlicht beeinträchtigt werden, wenn ich schon durch Bier beeinträchtigt werde. Was habe ich geleistet? Mal die Bordlogik angefangen. Man kann einen Stein werfen. Es wird halbwegs sinnvoll validiert. Was ich vergessen habe, ist, das Protokoll zu führen. Jetzt die Frage, ich habe das Startdatum gar nicht richtig aufgezeigt. Machen wir es forensisch. 1935, 1925 habe ich da dieses Cargo-Dings initialisiert. Nehmen wir mal das. Und 1925 Getränke. Was habe ich da schon mal? Dreimal Luzerner Bier Lee. Ist gar nicht so einfach mit der Compose-Taste das zu machen. Leger, genau. Sag mal, eingeschenkt. Nein, ich gehe einfach mal davon aus, dass ich das heute noch schaffen werde. Ereignisse und Erlebnisse. Circa 20 Uhr. Erleuchtung wegen rückläufigen Ranges. Der Compiler kann dies nicht prüfen. Loop wurde nicht betreten. Man soll die Methode ref von range verwenden. Heißt dieser Typ so? Das interessiert mich aber. Also Rust STD, habe ich da einen Typ namens range? Ja, da gibt es verschiedene. Ist das der richtige? Ops, range, ein Operator. Könnte passen. Schaue ich, ob ich hier einen Ref irgendwo habe. Vielleicht hat es einen Trait namens Reversible oder so. Ist nicht immer ganz einfach. Ref finde ich das hier. Ja, ich finde es hier. Es kommt irgendwie aus einem Trait, also wahrscheinlich. Egal. Iterator. Ja, Rust ist nicht ganz einfach, aber ich habe jetzt mal wieder was Neues gelernt heute abends. Und nicht nur, dass das Luzerner Bier Leger sich durchaus zum Arbeiten eignet und ein geschmacklicher Genuss ist. Übrigens, ich habe Aktien bei der Luzerner Bier. Will Transparenz schaffen hier. Sondern eben auch, dass man eine Range mit der Ref-Methode umdrehen kann. So, das war's mal. Dann sage ich mal ungefähr um 20:08 Uhr. Erste Pinkelpause. Leichter Schwindel beim Aufstehen. So, das wäre mal das zum Protokoll. Ich könnte noch ein bisschen meine Umgebung optimieren. Ich gehe ins Connect4 rein. Vim-O, die beiden Source-Files. Und dann in einem Tab mache ich noch das Protokoll auf und kann ich hier so schnell hin und her wechseln. Ja, Vim ist eine IDE für mich. So, der erste Rülpser wäre auch hier. Können wir auch gleich verbuchen. Nur erstes Rülpsen, das Rülpsen als Vorgang. In Ordnung, jetzt hätten wir mal hier diesen Stein gesetzt. Und ich gebe einen Fehler aus, wenn ich da den Stein in einen vollen Schacht setze. Ich müsste das dann mit Match natürlich wieder überprüfen. Unit-Testing war jetzt nicht so meins. Was machen wir noch? Wir müssen noch überprüfen, ob dieser Stone überhaupt korrekt ist. If Stone ungleich Player 1. Eine Enum könnte uns das abnehmen, aber dann wäre die Frage, wie wir die Enum rendern. Also machen wir es mal ein bisschen C-like. Und
Dann return R format stone is not an allowed stone. Testen wir das auch gleich, wenn wir dann hier irgendwie einen Mist reinschmeißen. Irgendwie, was eigentlich, das könnte man da reinschmeißen. Ein Dollarzeichen oder so. Gibt sicher Ärger. Aber da müsste der Index korrekt sein, sonst testen wir. Wir testen sie auch. Ja, reden sich weiter. Ist gut. Sie wissen, was ich meine. Is not an allowed stone. Okay, hätte es auch validiert. Jetzt bin ich sehr glücklich darüber. Damit man die API nicht missbrauchen kann. Bulletproof APIs. Mir fällt gerade ein, ich habe einen ganz offensichtlichen Witz heute noch nicht gemacht. Wir sind ja in der agilen Softwareentwicklung und die Velocity wird heute hochgehalten. Ich hätte hinter mir noch ein Schlagzeug, ich könnte jetzt diesen Badumts-Laut machen, aber ich müsste es noch einschalten, dafür lassen wir es jetzt. Es soll jetzt forsch weitergearbeitet werden. Was passiert, wenn wir einen Stein geworfen haben? Dann sollten wir überprüfen, ob jemand gewonnen hat. Und das ist jetzt wieder sowas, wo ich besser test-driven vorgehen möchte. Also test and drink-driven. TDD, test drink-driven development. Gut, ja, jetzt machen wir ein bisschen Unit-Test. Ich denke, diese Siegbedingung sollte nicht nur aufrufbar sein, wenn effektiv ein Stein geworfen wird, sollte jederzeit machen können, als quasi als Abfrage. Und da muss ich auch das Board nicht irgendwie mutable borrowen, sondern kann es einfach als Referenz entgegennehmen. Diese Methode muss aber nicht public sein, das ist eine interne Routine, weil die API soll eigentlich auf diesem Dropstone basieren. Weil ich die Siegbedingung nur nach dem Werfen eines Steines auswerte oder prüfe. Also Test-Driven Development jetzt. Ja, machen wir es mal jetzt unten einfach so vom Ablauf her. Test. Test. Horizontal Win. Oder Not Win zuerst. Also muss dann irgendwie ein Board haben. Board New. Und jetzt kann ich da irgendwie sagen, Board, und jetzt eben Test in Development, die Methode gibt es doch gar nicht. Horizontal Win. Jetzt die Frage, soll es für einen bestimmten Spieler prüfen oder für alle? Die Logik ist eigentlich so, ich prüfe eigentlich nur, wenn ich einen Stein geworfen habe, muss ich prüfen, ob von genau dort eine Vierreihe ausgeht, halt in alle Richtungen. Und ich muss nicht das ganze Board durchprüfen. Wir sind ja hier am Rust programmieren, wir wollen effizient sein. Also gehen wir nochmal einen Schritt zurück hier. Gehen wir einen großen Schritt zurück. Drops down. Ich schmeiße einen Stein rein in Schacht Nummer 3 und jetzt frage, wie weit fällt der runter? Und ich muss dann nur von dort weg prüfen, wo der runtergefallen ist. Das heißt, dieses Outcome, Enums sind sowas Herrliches, kann ich jetzt noch anreichern, um einen Index, wo es hingefallen ist. Und jetzt können wir sogar so eine Art Struct hier machen, so eine Ad-Hoc-Struct, und wir nennen das irgendwie Row Usize Call Usize. Jetzt geben wir hier den Index zurück, wo das Ding reingeplumpst ist. Dieses bisschen das Problem, ja, ist das jetzt ein 1 oder 0 basierter Index? Ich denke, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Und wir sind ja Informatiker. Also lassen wir das mal mit dem 1 basierenden Index, das verwirrt uns nur. Ich
kommentiere es noch schnell aus hier. Und das bringt uns nichts hier. Also, Dijkstra in Ehren halten. Wir beginnen bei 0 zu zählen. Wir hören mit diesem blöden 1 hier auf. Wir brauchen das nicht mehr. Und die Range ist 0, with minus 1, 0, with exklusiv. So, gibt ein neues Spiel. Und hier ist bereits die 7 out of range. Und die minus 1 wird der Compiler schon ablehnen, weil 0 die kleinste natürliche Zahl ist. Exclusive range pattern ist experimental. Wie bitte? Use an inclusive range pattern. Geht's noch? Spinne ich jetzt? Zeile 52. Arbitrary expression not allowed in patterns. Trinkt da der Rust-Compiler mit? Patterns, ja, genau, wenn ich es matchen will. Mhm. Erinnere es noch nicht. Ich bin wahrscheinlich auf der falschen Zeile hier. Also 0 und with, geht das wirklich nicht? Also beim Pattern Matching kann ich nicht mit exklusiven Indizes arbeiten. Ah, und ich kann nur mit statischen. Okay. Der kennt das nicht. Meine Güte. Also. Gut, also ich bin jetzt tatsächlich ein bisschen frustriert hier. Dann lassen wir es halt bei diesem Einer-Index. Ich war hier am Nachdenken, ob wir hier dann auch einer Indizes zurückgeben sollen und sagen, ja, technisch machen wir das, einfach von der Darstellung her nehmen wir weiterhin die Nuller. Nein, Darstellung her die Einer und intern die Nuller. Und ich muss jetzt das Zeug so umbauen, dass hier dann ausgegeben wird, wo das Ding effektiv gelandet ist. Row R Call Slot Index. Okay. Funktioniert das? Unary Operator. Ah, das ist eine Usize. Das geht hier nicht. Also das Typsystem rettet mich hier vor diesem Fehler. Wunderbar. Und jetzt bekomme ich hier Row 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Hier ist es gelandet, Call 0. Jetzt weiß ich immer, wenn ich einen Stein geworfen habe, wo der gelandet ist und kann die Siegbedingungen von dort aus prüfen. Was mir dann später Performance spart. Ich muss nicht das ganze Feld durchprüfen. Ich kann einfach von dort aus schauen, wo es gelandet ist. Das war mein Umweg. Jetzt bin ich wieder angekommen, dort, wo ich weitermachen wollte. So, also konzentrieren. Wir haben uns unsere API verbessert. Und jetzt, was wollen wir prüfen? Wir machen eine interne API, um das zu prüfen, ist horizontal win. Und zwar von 0,0 aus. Let actual. Das kommt dann zurück. Assert equals oder assert not. Gibt es das? Keine Ahnung. Ja, equal. Wie viel es assert not überhaupt gibt. Not actual.
Aber ja, die Methode gibt es eh noch nicht. Cargo Test. Not found. Genauso soll es sein beim Test Stream Development. Fn. Is Horizontal Win. Also Textvervollständigung geht in Vim ohne irgendwelche Plugins. Ich betrüge da nicht. Jetzt haben wir wieder Self. Das ist eine nicht mutierbare Referenz. Und wir haben Row Call. U-Size, Call, U-Size. Nenne es einfach, wenn ich Indizes habe, nehme ich einen Buchstaben, RC. Und jetzt die Frage noch, welcher Stein, wen prüfe ich da? Ich weiß ja, wer zuletzt gespielt hat. Also nehme ich da den Player auch als Character. Wieder ein Bull zurück. Sage einfach immer False. Test in Development, mach's jetzt dumm. Und er hat da Player 1 hat dort gespielt. Zuletzt behaupte ich mal, wo er gar nicht gespielt hat. Und sage, er hat nicht gewonnen. Ein Kompilierfehler. Assert not, ne, not equal. Ja, schreibe ich halt, actual ist false. Keine Ahnung. So funktioniert. Also, wenn noch nicht gespielt worden ist, hat auch noch niemand gewonnen. Ist auch jetzt nicht wahnsinnig überrascht, dass dieser Test geht, Trivial-Test. Aber jetzt machen wir mal, jetzt habe ich hier mit Board und jetzt einen horizontalen Sieg. Ich mache ein mutierbares Board, einfach Board.dropstone, Player 1, in den Schacht 0. Schacht 1, 2, 3 und ist horizontal win. Ich fange von 0, 0. Ah, 0, 0 wäre ganz oben. Aber ja, hier ist es egal. Das muss ich hier überlegen. Row. Das wäre jetzt aber die unterste Reihe. Das heißt Height minus 1. Column kann ich jetzt irgendwo 0, 1, 2, 3 nehmen. Ich muss in beide Richtungen prüfen. Ich mache es ein bisschen schwierig gleich. Oder nein, wir machen Test Stream Development. Ich fange einfach mal hier unten an. Schau mal, dass ich den Fall befriedige. Und jetzt kompiliert nicht einmal. Not. So, jetzt, also es kompiliert. Test schlägt fehl. Jetzt muss ich programmieren. Mach's mal ganz naiv. Let matches gleich 0. Und jetzt fange ich an. Horizontal geht eigentlich um die Row. Let Row gleich self fields R. Und jetzt, ich fange jetzt einmal links an, for i, oder nein, ins Feld nehmen, f in row, if f gleich p, also wenn es dem Spieler entspricht, matches plus, hat es plus plus Operator in Rust? Keine, ich glaube nicht. Ja, not a valid postfix operator. Nein, wir sind hier nicht bei C. Gleich 1. Und jetzt kann ich hier, sobald es unterbrochen wird, turn false. Das kann ich ja machen, weil, wenn ich genau von dort ausgehe, wo ich bin, gehe ich einfach mal davon aus, dass ich hier angewiesen worden bin, zu suchen, wo was reingefallen ist. Ich prüfe ja nicht das ganze Feld. Und ich prüfe einfach von links nach rechts. Mach es mir recht einfach jetzt im Moment. Test Stream Development. In jedem Testfall kommt eine neue Unzulänglichkeit an meiner Implementierung zutage. Matches plus gleich 1, else return false. Und jetzt kann ich hier, if matches gleich 4. Das heißt, der 4 gewinnt.
sollte es als Konstante festhalten. Ja, ich bin jetzt mal so anständig. Connect n heißt das Spiel. Könnt ihr parametrisieren. Return true. Aber die Konstante Connect n brauchen wir natürlich. Wir spielen 4 gewinnt. So. Jetzt kommt diese Gicht, obwohl ich keinen Weißwein saufe. Ja, ich bin 37 geworden diese Woche. Also mit 18 geht das mit dem Alkohol auch besser, kann ich Ihnen also sagen. Gerade am anderen Tag. Also jetzt habe ich diese Siegvalidierung. Bin hier fertig. Was passiert hier eigentlich? Return false. Keine Ahnung. Nein, Rust soll einfach false hinschreiben. Cargo Test. Oh Mann. Ah ja, ich muss den einen Typ angeben. Oh, muss Useize sein, weil wir ja nur gewinnen, wenn wir positiv. Ja, ich. Sie haben es verstanden. Puh. Okay, jetzt Borrow Checker. Hier findet ein Move statt. Ich sollte eine Referenz nehmen hier. Auf die Referenz. Ich schreibe sie ja nicht, dann nehme ich eine lesende Referenz. Das darf ich ja. Jetzt habe ich aber eine Referenz auf Car und vergleiche es mit Character. Könnte ich auch die Referenz vom vergleichenden Character nehmen? Oder rechts dereferenzieren? Soll es nicht Auto-DRF machen? Okay, es kompiliert. Aber es läuft nicht durch. Test failed, left false, right true. Actual sollte true sein, actual ist false. Im falschen Ort gelandet. Das funktioniert noch nicht. Nochmal, wo fange ich an? Von 0,0. Nein, hier, von height minus 1. Ich gebe einfach mal zum Debuggen die Row aus. Sie wissen ja vielleicht, ich verwende keine Debugger im Alltag. Bin ein bisschen alte Schule. Jetzt gibt Cargo Test mir überhaupt das Zeugs aus. Also wenn es nicht kompiliert, natürlich mal nicht. Ich muss das mir mit. Debug-Trade, glaube ich, implementiert für Vektor. Okay, ah, ich habe jetzt 3 gesetzt. Eins, zwei, drei, vier. Ich habe wieder einen 1 basierenden Index. So, nein, Unit-Test-Code muss nicht schön sein. So, jetzt funktioniert's. Also ich kann jetzt eine horizontale Gewinnbedingung auswerten, erfolgreich, aber nur, wenn sie von links anfängt. Wenn ich in der Mitte anfange zu zählen, wird es nicht gehen. Win from left. Die Namen werden jetzt nicht besser, je leer das Glas wird. From right. Mach mal einen anderen Extremwert. 1, 2, 3, 4. Und jetzt hier bin ich wieder auf 0 basierenden Index, nur weil das scheiß Pattern Matching keine exklusiven Matches unterstützt. Also jetzt bin ich wirklich ein bisschen enttäuscht vom Rust Compiler. 20:35 Uhr. Ranges mit exklusiven Obergrenzen werden beim Pattern Matching
nur experimentell unterstützt, hat er gesagt. Also wenn ich das in den Nightly Build hätte, würde es gehen, aber mit meinem releaseden offiziellen Rust für die Produktion geht das leider nicht. Die Compiler-Meldung wird mit Erstaunen und Entsetzen aufgenommen. Wut und Trauer machen sich breit. Ja, meine Meinung vom Rust-Compiler hat sich heute Abend nicht verbessert, obwohl der mir sehr viel hilft und mich ausbildet, quasi der verantwortungsvolle Programmierpädagoge für mich ist. Aber das hat mich jetzt ein bisschen enttäuscht, dass ich da in Patterns keine exklusiven Obergrenzen verwenden kann. Wie auch immer, ich wollte jetzt prüfen, wenn ich hier jetzt von dieser Reihe werfe und dann vom rechten Stein her nach links gehe, ob er diese Siegbedingung auch erkennt. Antwort folgt sogleich. Spinne ich jetzt? Warum funktioniert das? Werden die Tests überhaupt ausgeführt? 5 passed. Warum funktioniert das? Noch schnell, ich möchte den. Habe ich den Debug-Output? Nein, ich gebe den immer noch. Cargo Test und jetzt im Test-Boundary übergebe ich den Output-Parameter. Nein, das geht nicht. Muss irgendwie ein Help-Parameter mitgeben, dem Test-Binary. Und der kann mir dann sagen, wie ich da hier diesen Output No Capture Show Outputs, genau, das will ich. Aha. Also das Write STA, das teste ich jetzt. Wo war ich nochmal im Code? Nein, Dropstone ist gut. Matches plus gleich 1. Return true. F in row. Ist da durch? Ich gehe mir die ganze Zeile durch. Muss ich überlegen, ist es überhaupt sinnvoll? Also der Test funktioniert schon, wenn ich immer die ganze Zeile durchgehe. Aber ich prüfe aber nicht genau von dem Punkt aus. Jetzt habe ich da aus Versehen schon die ganze Funktionalität implementiert und ist auch nicht weiter schlimm, weil die dumme Implementierung eigentlich die richtige war. Also machen wir es von der Mitte her noch. From middle. Ja, ist jetzt nicht schlimm, wenn ich da die ganze Zeile prüfe. Is horizontal win. Fangt einfach mal beim 2 an. Auch das funktioniert. Ja, die dumme Implementierung war in diesem Fall die richtige. Also haben wir die horizontale Siegerkennung ausgewertet. Die ignoriert aber die Spalte. Und jetzt seien wir doch so ehrlich zum User. Und verlangen doch einfach gar nicht von ihm diese blöde Spalte mitzugeben, sondern einfach horizontaler Sieg von diesem Spieler in dieser Zeile, ja oder nein, das sollte uns reichen. Weil das C wird gar nicht gebraucht hier, was wahrscheinlich eine der Meldungen oben ist. Also lassen wir das da, machen wir die API einfacher und verschwenden wir die paar CPU-Cycles, wobei hier wahrscheinlich gar nicht viele. Aber jetzt habe ich den Test jedes Mal gleich. Das ist ein bisschen blöd. Kann ich mir die Testfälle auch sparen, wenn ich immer das gleiche übergebe. Test Horizontal Win. Ja, es wird niemand böse, wenn ich weniger Code habe. Ja. Hätte man drauf kommen können, dass das unnötig ist. Also, das war mal die horizontale Siegbedingung.
Bei der Diagonalen ist es dann sinnvoll, wenn wir auf beide Koordinaten achten. Jetzt bei der Vertikalen, wir gleich überlegen. Trivialtest, FN-Test, Vertical Not Win. Und jetzt im leeren Board. Also geben wir da die Spalte, oder? Ja, ah, Spalte. Player 1 wieder, egal. Auch noch Player 2 zur Abwechslung. Damit ich wach bleibe. Nein, false. Jetzt der Compiler wird reklamieren, weil es die Methode noch nicht gibt. Tun wir mal überrascht, weil wir Test-Driven Development hier einüben wollen. Die Methode geht, kann ich gar nicht nach oben gehen. Ja. Muss sie von Hand aus tippen. FN ist Vertical Win. Self, die Row interessiert mich nicht, mich interessiert die Column, U-Size und ein Player Character. Bool. False. Test in Development, die dümmste Implementierung, die im Test besteht, ist gut genug. Brauche schlauere Tests. Test Vertical Win. Und was machen wir da jetzt? Let Mut. Das muss gar nicht mutable sein hier. Aber hier. Board gleich Boards New. Was will ich machen? Board Dropstone. Ich mache jetzt einfach mal diesen Player 2. Legt es immer in die 3. Macht das 4 Mal. Und let actual gleich board is horizontal win. Spalte 3, player 2. Ah. Ohne assert. Will ich keinen Fehler. Jetzt scheitert es erfolgreich. Habe ich noch die Sprint oben drin? Test Vertical? Warum gibt es Test... Ah nein, es ist das andere. Hoffentlich. Warum rufe ich Is Horizont? Nein, Is Vertical. Es wird immer schwieriger. Ich sage es Ihnen, es ist nicht so einfach, wie es aussieht. So. Gut, das scheitert erfolgreich. Müssen uns überlegen, wie wir das prüfen wollen. Let mut matches gleich 0 wieder. Jetzt haben wir nicht so einfach eine Row, die wir zugreifen können. Machen for row in board.fields. Das ist eigentlich row size und so. Naming things. Und jetzt machen wir if row c gleich da, ich nehme an, dass ich diese geborrowed hier, wenn ich gutes Stichwort matches plus gleich 1, if matches gleich connect n return true. Jetzt eine kleine Spitzfindigkeit noch. Wenn ich es einfach so durchgehe und einfach Return False mache, sobald die Reihe unterbrochen ist, funktioniert es nur so. Das darf ich nicht machen. Weil ich bin davon ausgegangen, zuerst bei der anfänglichen Implementierung, dass ich einfach genau dort anfange, wo der Stein gelandet ist und dann von dort prüfe. Aber wenn ich einfach die ganze Zeile, die ganze Spalte durchprüfe, darf ich nicht beim ersten Unterbruch der Reihe prüfen, ob es also schon sagen, dass es falsch ist.
Weil es könnte ja zuerst mal der Gegner kommen und dann erst meine Reihe folgen. Ich muss gleich dazu einen schlaueren Test schreiben. Bitte erinnern Sie mich daran, falls Sie das live mitsehen sollten, was Sie mit Sicherheit nicht machen. Und Sie sehen, die Verwirrung nimmt zu. Bessere Tests schreiben. Machen wir nachher Separation of Concerns. Ich mache es hier schon mal korrekt. Return true. Und also es ist ja sonst schwierig genug, ich kann ja kaum noch klar denken und reden. Machen einfach else, setzen wir Matches auf 0 zurück. Ist jetzt nicht das sauberste Vorgehen, aber Sie sehen meine Schwierigkeiten und können hoffentlich mit mir mitfühlen, wie schwer das alles ist. Natürlich heißt es self, ist ja eine Methode. Habe ich jetzt das Sinn? Das ist gar keine Referenz. Funktioniert immer noch nicht. Okay, jetzt muss ich panicked. Ah, Panic vom Assert, geht das nicht? Aha, jetzt habe ich habe jetzt was durcheinander gebracht. Einfach Matches gleich N. Ja, es kann ja sein, dass es sollten. Sehen, das passiert, wenn man nicht sauber TDD sich ans Vorgehen hält, sondern einfach ein bisschen durcheinander bastelt. Zahle ich den Salat. Also wo ist es jetzt gescheitert? Es scheitert beides. Also fürs Protokoll 20 Uhr 74 Uhr 47 Uhr TDD und DDD. Oder das DDD beeinträchtigt die Disziplin beim TDD. Ich mache jetzt keine Wertungen, aber ich habe jetzt einfach da mich in eine Sackgasse geritten. Und ja, jetzt weiß ich nicht, warum der Test fehlschlägt. Horizontal Win und Vertical Win scheitern jetzt beide. Also habe ich da kaputt gemacht. Ich erhöhe um 1, gebe True zurück, wenn ich es erreicht habe, und sonst setze ich es halt zurück. Wenn ich, nein, Moment. Ich muss 1 weiter ausrücken. Cargo FMT ist mein Freund. Genau, das else war zum falschen if. Und jetzt scheitert nur noch ein Test. Schauen Sie, automatische Codeformatierung ist sowas Schönes. Der zweite Test funktioniert immer noch nicht. Player 2, 333. Prüfe ich jetzt vertical die Spalte? Ich habe es immer ins 3. Die API ist. Jetzt habe ich den off by one error. Ja, jetzt funktioniert. Also die API ist so designt, dass sie 1-basierte Indexe verwendet. Ist vielleicht eine Fehlentscheidung gewesen. Aber da der Rust-Compiler offenbar beim Pattern Matching bei den Obergrenzen nur inklusive erlaubt, ist das jetzt halt so, dass ich diese Diskrepanz habe und damit muss ich leben, obwohl es mich traurig und wütend stimmt. Der Test läuft aber jetzt und ich denke, es ist mal Zeit. Ich habe Ctrl-Z gedrückt, Vim ist noch offen, aber im Hintergrund aktiv. Git commit horizontal vertical win condition check. Git push und machst den Vordergrund auf.
die Kadenz der Pinkelpause nimmt etwas zu. Sie kennen es vielleicht aus eigener Erfahrung und es sind ja doch große Mengen, die ich hier bewältige. Es ist ein Laichbier. Also die geistige Umnachtung ist noch nicht so schlimm wie befürchtet, aber die Toilettenpausen, die werden nicht weniger durch dieses doch eher leichte Bier. So, der erste Liter wäre bewältigt. Es ist Zeit für eine Pinkel- und Nachschenkpause und dann machen wir noch die diagonale Siegbedingung und nachher den weiteren interaktiven Teil. Also jetzt ist es richtig anspruchsvoll und dann kann ich selber gegen mich 4 Gewinn spielen. Sie ahnen, also als einsamer Mensch, der an einem Mittwochabend Drink-Driven Development oder Drink-First-Programming betreibt, ist es ein Hochgenuss, gegen mich selber im betrunkenen Zustand 4 Gewinn zu spielen. Also stay tuned, es wird nur noch besser heute. Bis gleich.